Okay, Leute, ja, wir sind wieder hier bei Let's Play Pokémon Platin und Jan hat mich rausgelassen mit Stärke einem Pokémon beibringen. Ja, wenn das so sagt. Okay, Togetic ist draußen. Oh ja, okay, komm. Unserem VM-Opfer. 25 Kilometer, genau, 30, ja, komm, Walzer, tu mal weg. Ich weiß, manche sagen, hättest du Walzer drin lassen, aber nein. Walzer kommt raus und, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, wo sind wir denn bitte? Warum ist Togetic draußen? Okay, schauen wir mal, haben wir einen Orden mehr? Nein, ich wollte eigentlich... Meine Maus sieht man jetzt, glaube ich, nicht, weil ich sie ausgestellt habe. Ja. Ich kann sie mal polieren. Na? 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 Ja, jetzt wird er schon sauber. Und? Glänzt er? Glänzt er? Glänzt er? Gleich glänzt er? Ah, noch nicht? Oder? Komm! Geht noch ein bisschen mehr! Jetzt glänzt er! Okay, sehr schön. Na, wir haben schöne Orden. Hat mich also gar keine Zeit gekostet. Aber ich muss ganz kurz schauen, wo wir sind. Basis-Items. Hier, Karte. Wo sind wir? Eiseninsel. Oh Gott, ich kann mich schon gar nicht mehr dran erinnern. What the fuck? Ich kann mich schon gar nicht mehr dran erinnern. Okay. Wir haben... Wir müssen wahrscheinlich hier lang. Okay. Doppelkämpfe. Es würde deinem Pokémon zugutekommen, wenn wir kämpfen würden. Natürlich würden auch meine Pokémon davon profitieren. Jeder hätte etwas davon. Also, lass uns kämpfen. Starke Pokémon, starke Trainer. Fällt dir ein Ort ein, an dem man besser als hier trainieren kann? Ja. Mehrere. Alles, was danach kommt. So. Molot und Schlappohr. Lucario. Mario, Lucario. Ich benutze Tempo-Hieb auf Schlappohr. Bam. Das ist sehr effektiv. Oh, Sprungkick. Das wird bestimmt wehtun. Okay. Ja, okay, sehr gut. Kein Problem. So, Morlor wird jetzt wahrscheinlich Aquaknarre. Na? Na? Oh, Level 39 schon. Schlammbombe. Oh, okay. Wird auch wehtun. Naja. Killia. Na gut, jetzt haben wir ein Problem. Pokémon, was könnten wir dagegen einsetzen? Wir könnten Rio van Bam einsetzen. Eieiei. Kirarok. Kirarok, sie haben es umbenannt. In Kirarok. Sehr schön. Ja gut, ich nehme einfach mal Knaxel her. Komm, los, Knaxel. Metallklau, okay. Ja, es könnte ein bisschen Schaden machen. Es kann es auch töten. Ah, Lucario ist Level 41. Wow. Schön. Amnesie. Das ist... Aha. Es ist ganz okay, weil Knaxel physischen Schaden macht. Von daher macht mir das nicht so viel aus. Los, Drachenklaue auf Molot. Oh ja, mach's nochmal. Kein Problem. Ja, ist okay. Los, auf Molot. Der muss drauf gehen. Ah, könnte gut. Na, schade. Ah, immer diese Dreckskampfattacken. So, Lucario wurde besiegt. Knaxel setzt Drachenklaue ein. Hat die überhaupt noch ein zweites Pokémon dabei? Ich hoffe doch. Sonst hätte ich ein Problem. Ich glaube nicht. Ich glaube, die hat nur ihr Lucario.
Ja, sie hat nur ihr Lucario. Scheiße, hey. Komm, komm, komm. Überlebe. Nein, überlebst du nicht. What the fuck? Aber da ist gar kein Ziel. Ja, Meditalis kriegt Schaden. Ich werde jetzt... Rio Van Bam einsetzen. Gegen einen Kampf-Pokémon. Kein Problem. Und Laubklinge kann es ja auch. Ich werde zuerst Laubklinge gegen Hippotas einsetzen. Oh. Komm, dürfte nicht viel absehen. Ja, wie ich gedacht habe. Laubklinge. Das müsste ein bisschen Schaden machen. Ja, das geht. Kein Problem. Der Sandsturm müsste jetzt auch Meditalis killen. Ja, das sieht gut aus. Sehr gut. Rio Van Bam wird zum... Ja. Gut. So, nochmal Laubklinge. Jetzt ist die ganze Sache wieder fair. Warum hat die nur ein Pokémon? Mann. Okay, egal. So, wieder ein bisschen Erfahrungspunkte für Rio. Und was kommt als letztes Pokémon? Staraptor. Okay. Haben wir dafür irgendwas? Ich weiß es nicht. Ich probiere es. Okay, komm. Wenn es überlebt, wahrscheinlich nicht. Ja. Eieiei. Okay, jetzt kommt... Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob mein Georock hier irgendwas reißt. Dann probieren wir es einfach mal. Komm. Ich bin kein Freund davon, dass man... Boah, Nahkampf. Halleluja. Tschüss, Georock. Eieiei. Ich bin kein Freund davon, dass man alle, also dass man ein Pokémon, dass man kein vollständiges Pokémon-Team hat. Ich habe immer 6 Pokémon bei mir dabei. So, Sandsturm müsste eigentlich auch bald auslaufen. Probieren wir es mit Chatty Chat Chat. Wird wahrscheinlich nicht allzu viel Schaden machen. Wasserdüse. First Priority Attacks. Und ja, Body Check wird Schaden machen. Ich hoffe nur, dass der KP-Pool von Chatty Chat Chat ausreicht. Meine Fresse. Macht doch nicht so viel Schaden. Das tötet mich nicht. So, jetzt ein Volltreffer, ne? Das wär's. Natürlich nicht. Aber vielleicht besiegt es sich selbst. Dann kriege ich natürlich keine... Ne, ich krieg natürlich keine Erfahrungspunkte. Tschüss. War dumm, in dem Fall einen Bodycheck einzusetzen. Ich hätte wirklich gerne gewonnen. Das wäre wirklich schön gewesen. Das war gut. Deine Pokémon und du arbeiten gut zusammen. 8760. Werden meine Pokémon geheilt? Ja, werden sie. Okay. Ah, okay. Team Galactic. Jetzt verstehe ich. Ihr seid dafür verantwortlich, dass die Pokémon so unruhig sind. Achso, das ist sie, die sagt. Es schert mich nicht, welche Gründe ihr dafür habt, aber ich lasse nicht zu, dass ihr in meiner Mine Probleme macht. Wir sind Team Galactic, wir wollen... wir nehmen uns Pokémon, die wir wollen. Ist das nicht so, Partner? Du sagst dies, Kumpel. Genau so machen wir es. Wir schnappen uns alle Pokémon von dieser verrotteten Eiseninsel. Verrotteten, nicht verrotteten. In Freude und Leid sollt ihr euch beistehen, heißt es. Auf diese Weise leben Trainer und Pokémon in Sinnoh. Ich lasse nicht zu, dass jemand diesen Verhaltenskodex bricht. Los, Platina, diesen Kampf dürfen wir nicht verlieren. Mal schauen, ob ich ihn verliere. Ich weiß es nicht. 6 Pokémon, wir haben nur... Eieieiei. Zubat und Charmian. Okay. Gut, Lucario kann... Charmian eigentlich relativ schnell ausschalten, ne? Nicht Lucario. Janferno, meine ich. So, okay. Es muss nur Lucario mitspielen und Zubat hier am besten schnell platt machen. Kraftwelle wird wahrscheinlich nicht viel abziehen, ja. Doch nicht mehr. Aber es ist paralysiert, das ist gut. Jawohl. Was kommt als nächstes? Klibunkel. Ein Kampf-Pokémon. Aha.
Da werde ich wechseln. Ich werde auf Rio wechseln. Nein, ich werde mich zuerst auf einen der Rügel konzentrieren. Dieses Zubat mit der Paralyse passt eigentlich ganz gut. Nein, Lucario denkt nicht so. Der will lieber das Zubat tot sehen. Ah, okay. Ja. Na, bei mir war es natürlich ein Volltreffer. Warum auch nicht? Hey. Okay, gut. Psycho-Klinge auf Glibunke. Okay, Zubat ist weg. Jedes Pokémon, was weniger ist, ist ein gutes Pokémon. Oh, Psycho-Klinge. Yeah. Tschüss, Glibunke. Das ist sehr effektiv. Janferno erhält ein paar. Rio von Bam erhält auch. Und Rio von Bam ist Level 33. Yay. Golbat. Okay. Nee. Skankerpoo. Okay, gut. Gegen Skankerpoo werde ich wahrscheinlich wieder Janferno einsetzen. Komm, zurück. Ja, heute bin ich nicht so auf Auswechsellaune. Oder? Was habe ich denn noch nicht gemacht? Na gut. Georock hatte ich schon draußen. Einmal, bevor es gestorben ist. So, okay. Windschnitt wird an Janferno mehr Schaden machen. Tempohieb auf Skankerpoo. Skankerpoo. Ich finde den Namen einfach genial. Ich mag Skankerpoo. So, okay. Jetzt haben wir einen Vorteil. Einen ordentlichen Vorteil. Auch wenn ich Golbat absolut nicht mag. Ja, natürlich gehst du auf mich. Warum auch nicht? Bei mir ist es ja nur effektiv. Ja, eigentlich nicht blöd, ne? So, Flammenrad. Tschüss, Golbat. Okay, Golbat wurde besiegt. Janferno erhält ein bisschen was. Rio erhält auch ein bisschen was. Hunduster. Eigentlich wollte ich ja jetzt schon mal... Na gut, das ist kein schweres Gegner. Kein schweres Gegner, natürlich. Komm, Chatty-Chat-Chat. Du darfst mal wieder. Ich habe jetzt überlegt, ob ich vielleicht doch Georock raushol oder Knarksel. Aber nein. Chatty-Chat-Chat hat heute sein Auf... Hat keinen Auftritt. Gut. Ein bisschen was... Boah, Level 40, natürlich. Ich würde am liebsten heulen, mein Herz ist gebrochen. Sie sind einfach zu stark, was für eine Kombination. So. Aufhören, das reicht, eure Kombination ist einfach nur krank. Ihr beide und dann eure Pokémon. Verschwinden, ihr Partner. Du sagst es, Gumpel. Wir wissen ja nicht mal, wie groß der Plan von Team Galactic aussieht. Danke, du hast mir echt geholfen. Hör mal, ich habe hier ein Pokémon-Ei. Nimmst du es an dich? Ach so, deswegen hat Jan... Ah, ha. Ich möchte, dass du dem Pokémon, das in diesem Ei schlummert, die Welt zeigst. Die Zeit mit dir war wirklich unterhaltsam. Jetzt will ich meine Fähigkeiten aber an anderen Orten testen. Ich fände es schön, wenn wir uns irgendwann wiedersehen würden. Kein Thema. Können wir machen. So. Ich habe eigentlich kaum mehr Zeit. So, wahrscheinlich kommen jetzt hier gleich wilde Pokémon. Die, weiß Gott was, ein Leuchtstein. War das das, was Jan wollte? Ein Leuchtstein? Ich weiß es gar nicht. Metallmantel! Ey. So, okay. Will, ich glaube, in dem Ei war das Lucario? Also, ich weiß gerade nicht, was die Vorentwicklung von Lucario ist. What the fuck? Warum weiß ich das nicht? Schutz wirkt nicht mehr. Haben wir da jetzt irgendwas machen müssen? Ah, schauen wir das. Guten Abend, schalten Sie ein und seien immer blau, was Mode angeht. Sie lassen es bereit erraten. Willkommen im Trends auf der Spur. Die Zuschauer warten schon auf die neuesten Meldungen. Los, Leute! Hier ist wieder die Helena mit dem Wetter. Ein Schneesturm fegt ungebremst über starke Ufer. Einige von euch trotzen dem Wetter vielleicht in der Hoffnung, seltene Pokémon zu finden. Sollte dem so sein, seht euch bitte warm an und schlaft nicht ein. Und das Wetter war mit der Hinterbahn. Okay, joa. Kein Ding, ne? Und ich schaue gerade auf die Uhr. Wir haben eigentlich keine Zeit mehr. Möchtest du irgendwo hin? Ja, Ei, Ei, Anker, Lichtner.
So. Fleetburg. Sind wir. Und ich glaube, da wartet auch dann die nächste Arena auf uns, weil die haben wir auch noch nicht gemacht. Wenn ich mir richtig in Erinnerung habe, oder? Ja, wir haben erst 5 Orden. War es in Fleetburg? Ich weiß es nicht, ist egal. Leute, das war Pokémon für heute von mir. Nächstes Mal Chris, danach bei Jan und dann wieder bei mir. Ciao, Leute.